Channel switched. Microphone muted. Two. Sind wir schon mal wieder da? Mal gucken, ich glaube, das ist noch zu laut. Lautstärke, Mixer. Mal gucken. Microphone activated. Microphone muted. Oh, so ein eigenes Fahrzeug wäre schon ganz toll. Gucken, wo wir sowas herkriegen. Ich wollte nicht laufen. Ach, das ist bestimmt eine Tastenkombination, die ich hier für meinen Skip-Song verwendet habe. Also ist dann schon mal den Charakter erstellt und ein bisschen rumgeguckt, eine Runde Pizza gefahren, ein bisschen Geld verdient. Mal schauen. Mal die Jobs angucken. Versuchen, einen Hut zu kaufen. Bali ist mir jetzt nicht ganz so gelungen, wie ich dachte. Aber hey. Wir können ja noch mal checken. Ach so, Bild nach unten ist. Dieses Animationsmenü, der P-Stuff. Ah, okay. Ich da wieder raus. Vielleicht zwei Menüs offen, das ist nicht gut. Nein, auf.
Aber hey, wir sind ja noch im Alpha-Status, ne? Das sollten wir melden. Haben wir es hier? Neue Textdatei. Huch. Und bei Textdatei schreiben wir uns kurz auf. Animationsmenü offen kann erneut geöffnet werden, ist dann zweimal offen. Speichern. Mache ich denn, wenn ich ausmache, die ganzen Bugmeldungen? Mal gucken, ob ich das hochlade, ob das die erste Folge von Dream State wird. Schauen wir mal. Und weil ich jetzt nachher um 12 Uhr Mittag gibt, mache ich auch nicht wirklich einen Stream an. Ist jetzt um 9 Uhr. Das würde dann bloß 3 Stunden sein und dann habe ich mir gedacht, mach's bloß eine Aufnahme. Hier soll wohl der RCLS sein. Mich ein bisschen verwundert, man hat jetzt zwei Möglichkeiten zu muten. Einmal Teamspeak. Einmal hier im Spiel. Wenn ich im Spiel mute, dann macht er auch keine Lippenbewegung. Wenn ich im Spiel entmute, dann macht er Lippenbewegung. Aber die Leute können mich denn trotzdem nicht hören, weil ich im Teamspeak gemutet bin. Was ich auch nicht schlecht finde, wenn ich die Sprachreichweite ändere, dann zeigt er mir das an. Da hinten die rote Linie. Man jetzt ein bisschen schlecht, aber man hat dann hier so einen blauen Kreis, einen grünen Kreis. Gelben da vorne, dann ganz hinten rot. Gemutet habe, dann zeigt er mir das dauerhaft so an. Das passt eigentlich auch. Weil ich nicht vergesse, mich zu entmuten. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich hier nicht mit Lippenbewegungen rumlaufe. Wenn ich so zu mir selber oder zum Video spreche. Ich überlege jetzt gerade, wo ich hinlaufe, aber hier vorne haben wir ja das Rathaus. Da gibt es so eine Art Sozialhilfe, hole ich mir noch mal ab. Dann werde ich mal ein Taxi anrufen. Erstmal fragen, was so ein Taxifahrt kostet. Ach so, wollte noch was testen. Erlebnis.
Ja, mal schauen. Ich habe nämlich gestern schon gehört, da meinte einer, meine Brieftasche geht nicht auf. Dann wäre es vielleicht schlecht, jetzt mit dem Taxi zu fahren. Aber irgendwann muss ich das auch mal testen, wie das funktioniert. Mit Geld geben und so. Weiß ja, das ist dieses Interaktionsmenü, was ich gerade offen hatte. Musste. Wenn ich mit mir selber interagiere, kann ich mir kein Geld geben. Das ist immer so eine Sache. Mal schlecht testen. Das ist peinlich, wenn man jemandem kein Geld geben kann. Mal im RP auch schlecht erklären, ne? Ich habe mir schon neue Klamotten gekauft. Ich hatte so ein Standard-T-Shirt mit weiß und gelben Ärmeln an und so eine andere Jeanshose, andere Schuhe. Habe ich mir für knapp 100 Dollar schon mal ein anderes Outfit gekauft. Aber bisher noch nicht rausgefunden, wo ich Hüte kaufen kann. Das wird ja noch gleich meine erste Frage an den Taxifahrer sein, oder die zweite Frage. Erstmal frage ich, was eine Taxifahrt so kostet. Je nachdem, ob denn meine Kohle reicht, vielleicht fahre ich sogar mit ihm, aber dann kann ich ihm kein Geld geben. Muss ich mal gucken. Personalausweis habe ich mir auch schon beantragt. Gucken. Da. Personalausweis habe ich. Gucken wir mal. Microphone activated. Okay, Blaufuß am Apparat, wie kann ich helfen? Guten Tag, hier ist der Charlie. Ich hätte mal zwei Fragen. Die erste wäre, ja. Was kostet so eine Taxifahrt bei Ihnen? 10 Dollar pro angebrochenen Kilometer. 10 Dollar, okay. Und vielleicht noch gleich die zweite hinterher, ich weiß ja jetzt nicht, aber ich denke mal, so ein Taxifahrer kennt sich schon ein bisschen in der Stadt aus. Ich bin da gestern frisch angekommen und hätte da mal eine Frage. Wissen Sie zufällig, wo man Kopfbedeckungen kaufen kann? Das weiß ich sogar, rein zufällig, ja. Verbinden wir das eine mit dem anderen. Ich bin ja gerade am Rathaus. Möchten Sie mich abholen und dann fahren wir mal zu dem Laden, wo es Kopfbedeckung das gibt? Können wir gerne machen, aber es wird ein bisschen. Es könnte dauern, ich bin nämlich gerade kurz in Sandy Shores im Laden gewesen. Also so 2-3 Minuten müssen wir kurz warten, wenn das okay ist. 2-3 Minuten sind okay. Gut, ne, da komme ich gleich. Bin ich auf dem Weg. Bis dann, ich tschüss. Bis gleich. Tschüss. Mikrofon muted. Kann ich das gleich mal testen? Video als Standard, okay. Das klappt mit dem Geld geben und so. Ich lasse jetzt mal Musik aus. Weiter auf normal einstellen, sonst hört er mich noch. Mann, bin ich aufgeregt. Das erste Gespräch hier auf dem Server. Gestern bloß Hallo und so gesagt. Drei Minuten. Jetzt schicke ich ihn auch gleich wegen Autos aus.
war die? Die gucke ich mir nachher noch mal die Jobs an. Kilometer Dollar. Drei habe ich. So weit wird das ja nicht weg sein. Oben. Das könnte knapp werden. Will ich noch mal Geld? Wenn ich nicht knapp hintereinander. Essen wir noch Pappen. Auch trinken. Zur Sicherheit. Schade, dass die keine Objekte haben. Auch ein bisschen mehr Immersion. Eine Bierflasche hält oder so. Ne? Mikrofon activated. Ein wunderschön. Guten Tag. Vorne, hinten? Wie wollen Sie es? Am liebsten hinten, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Okay. So, noch einmal zum Hutladen wäre das, ja? Ja. Wissen Sie zufällig auch, was da so eine Kopfbedeckung kostet, so von bis? Oh, das kann ich leider nicht sagen. Also ich, 113 würd, Dollar bei. Ja, das müsste aber reichen. Aber das müsste auf jeden Fall reichen. Okay. Also wie gesagt, bei mir wären es 30 Dollar. Ja, das kriegen wir hin, denke ich mal. Na super. Und falls Sie eine Brille suchen, die kann ich Ihnen, ich kann Ihnen das gerne auch zeigen in den Navi, wenn Sie das möchten, wenn Sie eine Brille brauchen. Sonnenbrille zum Beispiel. Die gibt es leider nicht da unten am Strand. Okay. Na, ich fahre Sie erstmal da runter, dann zeige ich Ihnen das. Okay, okay. Ich kenne das so ein bisschen aus Deutschland, da wissen die Taxifahrer ja immer fast alles sozusagen, weil sie ja viel rumkommen. Dann dachte ich mir, fragst mal. Das ist ja kein Problem, gerne, wenn ich es weiß, dann helfe ich da gerne. Ja, bin gestern schon selber ein bisschen rum und hab geschaut, also so ein Schema der Stadtkarte wurde mir am Flughafen schon von netten Zollbeamten gegeben, der hat mir so ein paar Kreuze gemacht, wo ein paar wichtige Sachen sind, ne, und... Ja, das, wie gesagt, Tankstellen und so, das sind auch nicht alle Tankstellen auf der Karte. Mhm. Aber es sind eigentlich alle, also bis jetzt, wo ich angefahren bin, war immer, konnte ich überall tanken, gab es nie Probleme. Oder auch die Läden. War immer jemand da. Eine Sache fällt mir noch ein. Ich war dann bei dem Autohändler und der meinte, er hat gerade nichts. Ja, das ist leider ein Problem. Okay. Also ist momentan gerade irgendwie so ein... Ja, ich weiß nicht, ob das noch so ist. Da hat immer Lieferungen pro Tag bekommen. Mhm. Weiß nicht, ob da irgendwie eine Automafia war, was die immer abgefangen haben und haben die ganzen Autos gleich mit einmal weggekauft. Da hatten die neuen Einreisenden quasi kein Auto. Ich weiß nicht, ob das noch so ist oder ob der erstmal keine Autos mehr bekommt. Da kann ich ihn leider gerade, ehrlich gesagt, nicht weiterhelfen. Okay. Es gibt aber auch noch Gebrauchtwagenhändler. Okay. Das wäre cool, wenn Sie mal die Nummer geben, wenn Sie das wollen. Auf jeden Fall. Ich hatte mir da so einen Roller gemietet, aber den kann man ja auch nicht lange nutzen. Dann holen Sie den wieder ab, ne? Ja, genau. Jetzt muss ich das überlegen, ob ich richtig bin. Doch, ich glaube, das war hier. Ich gehe mal mit. Okay. Ich glaube, bei den Herren hier, ja.
Ja, machen wir halt erstmal mit den $30, ne? Weil sonst reicht das Geld nachher für sie nicht mehr. Also, sie wollen sich doch bestimmt jetzt ja keinen Hund für $100 kaufen. Naja, wer weiß. Wenn der Gold belegt ist oder so, ne? Warten Sie. Hab zwar auch nicht so viel, aber ich werde dann mal ganz kleines Trinkgeld noch mitmachen, wenn das geht. Dankeschön. So. Ja, ich schaue mir das mal kurz an. Natürlich. Mikrofon muted. Ich habe auch ein Glück, der kostet 150, aber ich weiß schon mal, wo das ist, ne? Ich weiß jetzt aber leider nicht, wo hier der nächste Geldautomat ist, muss ich sagen. Das finde ich denn schon, das verbindet sich dann, denke ich mal, alles, ich wollte mir die Jobs noch angucken, bei Pizza, da habe ich ja noch einen Roller zur Verfügung gehabt, ne? Ja, dann gibt es noch Müllabfuhr und noch Rasenmähen könnte. Dann bin ich ja noch ein bisschen mobil, denke ich mal, wenigstens zumindest mit Müllabfuhr oder weiß ich nicht, denn der guckt nicht so genau auf die Kilometer, wenn ich da jetzt einen kleinen Umweg mache. Ne? Ja, Sie können auch mit dem Chef mal von Tag, ja, das ist egal eigentlich, aber Sie müssen manchmal aufpassen. Wenn Sie zu lang unterwegs sind, da kommt der Chef einfach vorbei und klaut Ihnen das Fahrzeug unterm Arsch weg. Wortwörtlich. Ach Gottchen. Ich hatte das gestern mit dem Roller, den ich mir am Flughafen geholt habe. Bin ich kurz in den Laden gegangen, habe mir was zu essen gekauft und ja. Um mich wieder ist weg. Also entweder gestohlen oder er wurde schon abgeholt. Ja. Kenne ich. Das ist beim Flughafen den Roller, der Mietroller. Soll ich sie noch irgendwo hinfahren? Ja, machen wir auch gleich. Genau. Was kostet, wenn Sie mich jetzt beispielsweise zum Pizzadienst fahren? Da müsste ich ins Auto gehen wegen Stabi eingeben, da kann ich die genau die Kilometer sagen. Okay. Dann machen wir das. 73 habe ich noch, also mehr als 73 darf es nicht kosten. Ah, nee, wenn dann höchstens auch nur wieder 30. Okay. Stabi ist zwar hier. Das geht. Oh nee, doch sogar nur 20. Ja, das kriegen wir hin. Ist immer schlecht, ich habe noch keine Kreditkarte. Ich habe mir erstmal einen Ausweis geholt, weil ich dachte, das ist bestimmt sinnvoll. Haben Sie doch gar kein Bankkonto eingerichtet? Na, der Automat, der wollte mir nicht so recht Zugriff gewähren und dann dachte schon. Erst richtig zu, ja, ja. Da war so eine Bank und da stand ein netter Herr, der hat mich drauf hingewiesen. Genau. Vielleicht ein Konto erst, dann kann auch der Bankautomat. Genau. Haben Sie schon gemacht? Ja. Haben Sie schon Konto? Das habe ich schon, ja. Und das Rathaus habe ich ja auch gleich entdeckt, das hat mir der Beamte im Flughafen noch gesagt, dass ich mal beim Rathaus vorbeischauen sollte, da sind ziemlich viele Sachen. Genau. Und da müssen Sie auch immer gucken, wenn Sie, Sie müssen da immer hingehen und Ihre Stütze abholen. Die bekommen Sie nicht überwiesen, so als kleinen Tipp. Die legen aber, ich glaube, wenn das so ist, die legen aber nur maximal $720 für Sie zurück am Tag. Also können Sie ruhig öfters mal vorbeischauen am Tag. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass es eine Obergrenze gibt. Also ich hatte das schon gesehen, ja. Da hatte mir die nette Dame auch darauf hingewiesen, dass ich da denn so eine Art Sozialhilfe abholen kann. Ich kenne das ja aus Deutschland, wenn man jetzt keine Arbeit hat, kann man ja schlecht verhungern und so. Das ist schon ganz gut geregelt hier, ne? Ja, aber hier, wie gesagt, Obergrenze, die legen maximal $720 zurück am Tag. Ja, ich war gestern, wie gesagt, schon mit einem Pizza-Job unterwegs und ja, das ging eigentlich. Und Führerschein kann ich Ihnen auch gleich sagen, ist zurzeit schwer, weil es zurzeit leider keine Fahrstuhl mehr gibt. Der Besitzer, der was das geführt hat, hat den Stadt leider verlassen. Ja. Aber Führerschein, glaube ich, so wie ich. Also sind na gut, Sie haben ja eh Green Card noch, ne? Ja. Da haben Sie eh einen vorläufigen erstmal. Im Rathaus wurde mir da auch ein Führerschein angeboten, bloß haben Sie mir nicht gesagt, welcher jetzt. Ist das so? Ein vorläufiges Dokument? Da steht, glaube ich, in den Papieren drin schon, weil sie Green Card haben, dass sie da nichts, also vor der Polizei kein Ärger bekommen. Aber sie können mal kurz drinnen bleiben, wenn sie wollen, das ist natürlich gratis, die Fahrt. Okay.
Das ist nämlich gleich hier um die Ecke. Da würde ich nochmal einsteigen. Ich fahre sie ja gleich wieder her, also wie gesagt, $20, weil das ist gleich um die Ecke. Falls sie aber, wie gesagt, eine Brille möchten, zeige ich Ihnen jetzt gleich mal, wo das ist. Okay. Ja, wenn man mal am Strand liegt und so, ne, kann man sich mal eine Sonnenbrille mitnehmen. Genau. Immer mal gucken, weil manche fahren hier wie die Verrückten. Weil da ist nämlich echt versteckt, muss ich sagen, der Brillenladen. Da ist hier in dieser Gasse drin. Da bin ich schon zweimal dran vorbeigefahren und dachte mir, irgendwann guckst du dir das mal an. Ich fahre jetzt einfach mal hier rein, so. Hier, wenn sie jetzt rechts aus dem Fenster gucken, wäre der dann, der Brillenladen. Dieser Back Ladies oder was heißt das hier, oder? Genau, genau. Hier ist der, da ist das Gestell, da können sich dann die Brillen angucken. Ah, alles klar. Sich dann Brillen. Nur damit sie Bescheid wissen, die Fahrt war natürlich umsonst. Was okay. Ist, ne? Dankeschön, dankeschön. Bitte, bitte. Weil so viele Kreuze konnte ja der Zollbeamte jetzt nicht auf dieser Karte da machen, denn wäre ja überall ein Kreuz, ne? Also ja, ich muss nämlich auch ehrlich sagen, ich bin nämlich auch noch eigentlich recht neu im Staat hier. Ich habe auch noch so ein bisschen meine Probleme. Aber ich habe mitbekommen, es gibt kein Taxi-Unternehmen. Und da habe ich gedacht, na, probieren wir mal Glück. Vielleicht macht das ja trotzdem der Staat, auch wenn ich mich noch nicht so gut auskenne hier. Es gibt da zum Glück ein Navigationssystem. Ja. Da lernt man einen Haufen Leute kennen, denke ich mir mal, ne? Ja, aber ich sag halt mal so, ne? Weiß nicht, ob sie das auch aus Deutschland kennen. Wenn man gut, wenn man Freunde hat, da wird halt nicht so oft Taxi gerufen, bevor man was bezahlt, da ruft man lieber einen Freund an, leider, ne? So teuer ist das ja jetzt auch nicht, ne? Nee, finde ich auch nicht. Also ich bin vorhin, ganz ehrlich, ich habe ja noch keine richtige Bleibe. Ich bin vorhin da aus dem Zelt gekrochen unter der Brücke und ja, bin bis zum Rathaus gelaufen und habe in der Zeit schon $100 Stütze bekommen oder ja, Sozialhilfe. Ja. Also das ging schon. Es gibt aber auch noch andere Jobs, gell? Sie können auch auf Feldern arbeiten, wenn Sie das noch nicht wissen. Okay. Sie können zum Beispiel Tomaten ernten, die zu Ketchup machen und dann den Ketchup verkaufen oder Sand machen, okay, zu Zement und das dann zu Beton zu verarbeiten. Die klingen nach einer sehr guten Informationsquelle. vielleicht sollte ich mir Ihre Telefonnummer einspeichern. Können Sie gerne tun. Können Sie gerne machen. Können Sie mal erstmal mit meinem Telefon klarkommen. Anzeigen, wie meine Nummer ist, tut das nicht, ne? Nee, leider nicht. Ich sage immer, Sie können mich ja dann anrufen, dass sehe ich Ihre Nummer auf dem Display, da kann ich nicht sagen. Kontakte, neuer Kontakt. Wie darf ich Sie nennen? Jason Blaufuß. Blaufuß mit SS am Ende, bitte. Okay. 653. Also wenn ich die Vorwahl sehe, dann weiß ich meine Telefonnummer wieder, weil ich konnte mir die ja am Flughafen irgendwie ein bisschen aussuchen. Da habe ich dann 753853 genommen. Aha, okay. Einfach meine Nummer weiter. Ich muss nicht aussagen, ich hatte auch ein bisschen meine Probleme mit meiner Telefonnummer. Ich musste das auch erstmal rausfinden hier. Ja. Ne, meine ist die 664422. Ja. 664422. Genau. Tragen wir ein. Wenn Sie die dann gleich abspeichern, wenn ich sie anrufe, ansonsten... Ne, leider nicht. Die ist ja nicht lang, die kann ich mir auch kurz merken eigentlich. Schreiben Sie sich mal auf, oder? Genau, 753853. Ja. Ich glaube 653 ist die Vorwahl, ne? Genau. Immer einen weiter. 3853. Lässt sich besser merken, ne? Dachte ich mir. 753853 war's. Ich bin der Charlie Force. Charlie. Ich werde Sie bestimmt noch öfter mal anrufen. Sie klingen nach einer sehr reichhaltigen Informationsquelle, wie man sich im Staat zurechtfindet. Und ich denke mal, solange ich kein Auto habe, nutze ich Sie bestimmt auch noch öfter mal. Ja, ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen auf den Feldern gearbeitet, bevor ich hier das... Ich habe das Taxi-Unternehmen erst seit 2 Tagen. Oh. Beziehungsweise kann man sagen, eigentlich seit 1 Tag. Ich habe das... Aber... Ich sag mal so, ich war in Deutschland Mechaniker, das hat auch immer was, wenn man so Dienst am Kunden und so, ne, also man kommt rum, man hat mit vielen Leuten zu tun und so. Da hätten sie doch hier Chancen beim ACLS, weil ich glaube, der sucht auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der auch einen Mitarbeiter sucht. ACLS, was ist denn das? Werkstatt. Ach so. Abschleppservice und Reparaturservice. Na, zumindest kann ich das, also. Also, eine Maßnahme, ne? Mit denen habe ich gut Kontakt, mit zwei. Und die sind eigentlich fast nur alleine im Dienst, muss ich Ihnen sagen. Hm. Die waren ja auch von Staat bezahlt, also. Und würde das innerhalb der Green Card Zeit schon gehen? Oder? Ja, also das arbeiten ja.
Sie dürfen, glaube ich, nur innerhalb von der Green Card Zeit nur kein Konzept einreichen, also kein eigenes Geschäft eröffnen. Ach so, so viel ich weiß. Aber arbeiten, das können Sie schon machen, ja. Klingt ja interessant. Der ist auch gleich, wäre auch gleich sogar hier um die Ecke. Wenn Sie auf die Karte gucken. Vorne auf, das sieht aus wie die Waschanlage da. Das, ach so. Da, wo das Auto mit den links und rechts mit den Balken da quasi ist, das ist der ACS. Ich habe immer gedacht, da werden die Autos gepresst, die man nicht mehr haben will, wie so eine Presse, so zusammengedrückt. Da ist der ACS. Achso, Sie wollten doch die Nummer von den Gebrauchtwagenhändler, gell? Ja. Genau. Wobei das ja eher geschäftsschädigend für Sie ist, ne? Ja, gut, aber ich weiß, wie das ist, wenn man nicht mobil ist. Ich bin die ersten 3 Tage auch nur zu Fuß unterwegs gewesen, muss ich Ihnen sagen. Ja. Ich weiß aber nicht leider nicht, wie der nette Herr heißt. Ich habe dich nur unter Gebrauchtwagenhändler gespeichert. Dann mache ich das genauso. Gebrauchtwagen als Vornamen und Händler als Nachname. Ja. Okay, bin bereit. Also, der hat die 653-653 als Telefonnummer. Also dreimal die Vorwahl sozusagen. Genau. Also einmal die Vorwahl und dann zwei und die und zweimal die ja, Vorwahl. Insgesamt also, dreimal genau, die Vorwahl. Ja, genau. Okay, 653-653. Das. Okay. Super. Können Sie Fotos mit den Handys machen? Haben Sie ein Foto-Handy? Ja, da ist eine App installiert. Ja, da kann ich Ihnen nämlich auch mal zeigen, wo der Gebrauchtwagenhändler ist. Da ist nämlich ein bisschen versteckt, muss ich Ihnen sagen. Das müssten Sie jetzt habt ihr das mal eingegeben, Navi, das müssten Sie jetzt eigentlich sehen. Muss mal ein bisschen den Hals recken. Ach, da unten rechts. Ja. Sie mal, mach mal mit dem Handy ein Foto. Genau, machen Sie mal ein Foto. Okay. Das habe ich. Aber wie, ich kann Ihnen nicht versprechen, ob der auch welche in Ihrer Preisklasse hat, gell? Also, ja, für den Anfang meine ich jetzt. Also das ist der Gebrauchtwagenhändler, wo Sie mir die Nummer gegeben haben von, ne? Genau, das ist der Gebrauchtwagenhändler. Also gestern hat er welche bekommen, der hat ein paar Rostlauben bekommen. Ich weiß halt nicht, die sind halt, muss ich sagen, auch immer ziemlich schnell weg, ne? Am beliebtesten ist so ein Pickup, Rebella ist der, glaube ich. Naja, der ist halt am Anfang gut, wegen 35 Liter Kofferraum. Und wenn man da halt auf dem Feld arbeitet, kann man da halt ein bisschen was reinladen. Okay. Ja, sonst habe ich erstmal keine großen Wünsche oder so. Ne? Hauptsache 4 Räder und fährt aus eigener Kraft, ne? Ich weiß nicht, ob der noch so ist, aber die Rostlauben, die waren alles so in der Preisklasse, sag ich mal, ich glaube von 400 bis, ich werde es nicht lügen, ich glaube $700 so in dem Preisspanne waren die immer, lagen die immer so. Das liegt noch innerhalb meines Begrüßungsgelds, also das habe ich noch nicht ausgegeben. Ja, wunderbar. Deswegen. So, dann wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag. Ja, Sie kriegen noch Geld. Ach! Sehen Sie? Sie sind mir ein guter Kunde. Ich hätte das jetzt vor lauter Erzählen vergessen. Ja, nee. Sie haben mir so viel wertvolle Informationen gegeben. Das muss ja irgendwo dann auch. Fühle ich mich ja schlecht. Und wertvolle Informationen. Keine Ahnung. Also, ich gebe Ihnen einfach mal das, was ich noch in der Tasche habe. Hier, bitteschön. Dankeschön. Und wie gesagt, denken Sie dran. Fahren Sie nicht zu lang mit den Roller, sonst kommt der Chef vorbei und schickt da irgendwelche und dann klaut Ihnen das Ding und dann arschlägt, dann stehen Sie irgendwo in der Pampa. Also, aber der fordert keinen Regress oder sowas, also. Nee, der kommt einfach nur vorbei und nimmt das Ding mit. Warten Sie mal. Egal, ob Sie da drauf sitzen oder nicht. Ich glaube, also eine halbe, dreiviertel Stunde ist, glaube ich, okay, und dann weiß ich nicht, ob der das dann. Wir reden mal ein bisschen leiser und wenn ich keine Pizza ausliefer und nur damit rumfahre, kriegt er das überhaupt mit? Ja. Das können Sie ja machen. Kostet ja. Das denn irgendwie Geld oder nö, so, dass ich den Roller benutzt habe? Wie gesagt, der hat ja irgendwie so ein GPS dabei, also hier in den Roller drin. Der kommt dann nur vorbei und sagt: Hier, du fährst das Ding schon zu lange, das nehme ich jetzt einfach wieder mit. Und dann, also eigentlich juckt dir das nicht, ob du Pizza ausfährst oder nicht. Und wenn ich den zurückbringe, ohne eine Pizza ausgeliefert zu haben, merkt er das? Nö. Hauptsache, der Roller ist wieder da bei ihm. Okay. Dann mietst du dir einfach neun oder siehst dir einfach neun. Super. Und wenn Sie irgendwie jemanden haben, der irgendwie ein Auto verkauft, was günstig ist oder so, ne? Ich weiß ja jetzt nicht, wie das mit dem Händler aussieht. Wenn Sie da irgendwie jemanden kennen, dann würde ich dankbar sein. Ich würde ja sagen, ich habe noch einen, muss ich Ihnen ehrlich sagen, aber den habe ich leider verborgt und ich weiß nicht, wo der steht und der.
Der nette Herr hat sich leider auch nicht nochmal gemeldet bei mir. Da ist halt, war die Vertrautheit ein bisschen größer, ne? Ach Gott. Sonst hätte ich ihn den. Die haben ihn halt nur mal geborgt, weil er sein Auto über ein ACS in der Werkstatt hatte. Da habe ich gesagt, komm, kannst du da mit meinen fahren? Borge ich dir jetzt auch nur so eine alte Rostlaube. Wie gesagt, ich hätte ihn jetzt gerne verkauft. Oder zusammen $150 wär okay gewesen für das Ding. Das sind ja auch Leute. Sehen Sie. Ja. Ich habe schon schlechte Gewissen, hier mit $20 auf Taxi umsonst zu fahren. Also ich würde das garantiert zurückgeben. Naja. Nee, also wie gesagt, wenn ich das. Oder er hat es wieder eingepackt, da müsste ich mal gucken, ob das auf dem Parkplatz steht beim Würfelpark. Wenn ich da was. Kann ich jetzt mal gleich hier hinfahren und wenn ich da was rausfinde, rufe ich sie gerne an, dann können wir gerne über den Preis reden. Okay. Also, ich sag mal $150, wenn mehr möchte ich nicht für das Auto. Ja, das klingt gut. Dann hätte ich schon gut. Mal vier Räder unter Hintern. Ja, das ist die Hauptsache, erstmal ein bisschen mobil sein hier. Auch den Taxi, den Pizzaboten hier nicht, den Pizzamann nicht betrügen. Ja, und hat auch nur 20 Liter Koffer. Oder was heißt nur, von Anfang ist es eigentlich okay, aber der Rebell hat halt 35, der hat halt 20 Liter Kofferraum, aber ich sag mal, da passen schon ein paar Tomaten rein oder Kartoffeln oder so. Aber Tomaten ist eigentlich, muss ich Ihnen sagen, ziemlich gut. Das, auch die Strecke schön zum Arbeiten. Ist ganz ehrlich, wenn ich denn Tomaten gefunden und gepflückt habe, weiß ich ja nicht, wo ich da weiterhin fahren soll. Das ist ja das nächste Problem. Kein Problem, das kann ich Ihnen auch zeigen. Oder soll ich das gleich mal zeigen? Auf dem Navi. Wenn Sie also. Das möchten. Und Sie machen sich nochmal ein paar Bilder. Also ich bin jetzt nicht so. Oder ja. Wollen, oder erst wenn sie ein Auto haben, weil mit dem Roller ist das echt schlecht, glaube ich. Also es lohnt sich, glaube ich, erst wenn sie ein Fahrzeug haben, eigenes. Ja, wir haben ja jetzt die Nummern getauscht, ich denke mal, da genau. Kann ich dann nochmal Kontakt aufnehmen. So. Wenn Sie ein Auto haben, melden Sie sich und ich werde mich die Tage vielleicht nochmal melden, wenn ich dann irgendwie ein Auto besorgt habe selber. Ich höre mich mal um und mache mir mal schlau, wie man ein Auto zu verkaufen. Was ist denn so Ihre maximale Grenze, sage ich mal, vom Preis her? Nein. Ich denke mal so um die $500 oder 1000 würde auch noch gehen, aber viel gut. Mehr drüber dürfte nicht sein. Gut, dann bin ich eine Preisspanne habe. Ja. So grob, gut. Gut, kein Problem. Dann, wie gesagt, wenn ich was weiß, melde ich mich auf jeden Fall bei Ihnen. Super, vielen Dank für die ganzen Infos und fürs Rumfahren und so. Bitteschön. Ich glaube, ich kaufe mir erstmal den Hut und hole mir erstmal Geld ab und so. Ja, da wünsche ich Ihnen erstmal mal einen angenehmen Tag. Ne? Ja, wünsche ich auch. Und unfallfreie Fahrt und viele Kunden und so, ne? Ja, danke schön. Wir sehen. Hey Giovanni, einmal Pizzaroller. Microphone muted. Need your old standard. Hat ja gut geklappt. Wie ich mir dachte, der Taxifahrer ist ein guter Quell an Informationen. Wunderbar. Uns erstmal ein bisschen Geld ab. $150 so ein Hut. Ganz schön Geld. Mir gleich noch ein bisschen Geld ab wegen Essen und Trinken. Ein bisschen Trinken wäre ja auch nicht schlecht. Fantastisch, schon mal die ersten paar Schritte gemacht.
Da unten ist der Hutladen. Aha, interessant, interessant. Gut zu wissen. Kommst ja alleine gar nicht drauf. Aber ich könnte trotzdem zwischendurch ein bisschen Pizza fahren. Oder auch gleich zu dem Mülljob fahren. Mal gucken. Ist echt die Uhr 10 Uhr. War das hier? Nee, da. Wo war das hier? Ah. Ist das überhaupt die richtige Farbe? Jetzt durch den Regen vielleicht. Mal die anderen Jobs an. Müllabfuhr hier, denke ich mal. Da sitzt man denn noch ein bisschen im Trockenen und nicht auf so einem Roller. Gleich noch mal die Grafik speichern. Ich habe erstmal bloß ein Paint-Programm aufgemacht und die Grafik abgespeichert, wo der Autohändler sein soll. Der erste Tag in einer neuen Stadt. Nachher gar nicht. Ich habe schon einen Job angenommen, aber. Probieren wir einfach mal. Weil ich schon einen Job habe, kann ich nicht zum anderen, okay. Aber wie gesagt, bringt uns schon mal ein Stückchen weiter. Muss dann bloß in der Nähe von dem Pizzadienst bleiben vielleicht. Wenn ich dann wieder mobil bin oder eigentlich ist es da auch egal.
kann ich mir ein Taxi rufen. Schon fast ein Job. Der richtig Weltuntergang. Und glaube ich, hole mir noch eh mal Geld. Ich hätte mal noch nach einem Hotel fragen sollen. Irgendwie. So ganz die richtige Farbe ist das auch noch nicht. Kommt vielleicht durch den Regen. $60. Also mit dem Roller kann man das schlecht machen. Dann telefoniere ich einfach mal und versuche den anderen Satz zu erreichen. Nicht wo? Mikrofon aktiviert. Okay. Scheint keiner erreichbar zu sein. Wo kommen wir denn hier unter? Heute Nachmittag. Ich möchte jetzt auch nicht im Regen rumtigern. Da wäre der ACLS. Aha, aha. Auch in-game rausgefunden, obwohl das eigentlich auf der Karte steht. Jetzt habe ich eine Idee. Lange wir noch nicht. Endgültig. Wo ich sind, kann ich ja mal gucken. Vielleicht steht da irgendwo beim Autohändler was rum. Da könnte man mal hinfahren. Ausprobieren, checken. Ich denke mal, wegen Fahrzeugpapiere muss da immer jemand da sein. Aber zumindest habe ich es denn schon mal gesehen. Mal 3 Kilometer schwarz mit dem Moped rumgefahren.
denke mal, da bei diesem das war der gerade. Der ist doch bloß ein Schrottplatz, ne? War der bestimmt. Der Tor hier auf. Wirklich? Ja, ganz schön teuer, aber. Geht natürlich genau ein Schild vorne. Voltik. Kann sein. Da habe ich schon mal gesehen, wo der Autohändler ist. Gut zu wissen. Der ruft gerade nicht an, also hat da wahrscheinlich das andere Auto nicht. Schade. So ein eigenes Auto wäre schon was. Na, erstmal egal, wie viel reinpasst. Sache erstmal eins haben, ne? Ob man nicht auf so einen Pizzaroller angewiesen ist. Nur so kann man erklären, dass man sich die Stadt schon ein bisschen angeguckt hat und schon ein bisschen weiß, wo man rumgefahren ist und so. Ich glaube, das geht denn verloren, ne? Wenn ich mich jetzt auslogge. Brauchen wir noch mal die Stütze holen. Nichts verloren gehen lassen. Bestimmt noch mal $50 oder so. Na, 16, okay. Besser als nix. Klettern wir jetzt zum Zelt zurück. Entdeckt. Gucken wir heute Nachmittag mal. Vielleicht das Video schon mal hochladen. Mikrofon muted. Okay. Nein, Glück, ich habe nicht so einen weiten Sprachradius. Ganze Zeit in-game geredet. Muss man sich noch dran gewöhnen, dass man zwei verschiedene Mute-Tasten hat, sozusagen. So. Kann er sich wiederholen.
gehen wir hier wieder rein ins Zelt. Gut. Denn möglicherweise bis heute Nachmittag.